Bevor das Video losgeht, kommen wir natürlich zur Frage der Woche. Als erstes kommen aber die besten Antworten auf die letzte Frage. Ich habe euch nämlich letzten Freitag gefragt: Was war dein peinlichstes Erlebnis in der Schule? Ich habe ziemlich viele Kommentare bekommen und lese jetzt die, wie ich finde, besten drei vor. Auf Platz 3 ist King 2.0. Der schreibt, Hashtag Frage der Woche, das peinlichste, was mir je in der Schule passiert ist, war, als ich in der 5. Klasse war und ich einen Vortrag über ein Bundesland halten musste. Beim Reden ist mir dann am Ende noch ein schön ewig langer gefühlt schreiender Rülpser rausgekommen. Jeder hat mich angeguckt und es gibt immer noch Witze darüber. Ja, aber ich würd's mal so sagen, danach hattest du auch von allen die Aufmerksamkeit. Denn sonst ist es ja grundsätzlich bei Vorträgen immer so, dass eigentlich gar keiner zuhört. Aber gut, jetzt kommen wir auch schon zu Platz 2. Der Kommentar kommt von: Ich habe keinen Namen. Achso, okay, dann nicht. Der schreibt, Hashtag Frage der Woche, das peinlichste war, wo vor 3 Wochen, bevor der Lehrer reinkam, ein Hubschrauber draußen geflogen ist und ich die ganze Zeit am Fenster geklopft habe und aus Spaß gesagt habe: Ey, hallo hier unten, Hubschrauber, komm hier, ich brauche Hilfe. Und währenddessen kam der Lehrer schon rein und alle haben darüber gelacht, weil wenn der Lehrer reinkommt, ist es ja immer still. Aber ich schrie so weiter nach dem Hubschrauber, weil ich nicht gemerkt habe, dass der Lehrer reinkam. Der Lehrer so: Hallo, ist alles gut bei dir? Kann man dir irgendwie helfen oder so? Ja, ist natürlich blöd, aber mein Gott, sowas Ähnliches ist, glaube ich, jedem schon mal passiert. Und dann kommen wir auch schon zu Platz 1. Der Kommentar kommt von Best of Shorts. Der schreibt, Hashtag Frage der Woche. Ich wurde in Sexualkunde ausgefragt und musste das Kondom beschreiben. Ich habe dann gesagt, dass wenn man es so macht wie meine Freundin und ich, dass es dann nichts bringt. Ja, aber du hast es am Punkt gebracht, ne? Wenn man es falsch macht, bringt es nichts. Ja, vielen Dank für die ganzen Antworten, hat mich sehr gefreut. Und jetzt kommt natürlich wieder eine neue Frage der Woche. Und zwar: In welcher Situation in deinem Leben hast du so richtig Glück gehabt? Ich bin sehr gespannt auf eure Antworten, die ihr mir natürlich immer unter dem Hashtag Frage der Woche in die Kommentare schreiben könnt. Falls euch das zu privat sein sollte oder ihr nicht wollt, dass es andere lesen können, dann könnt ihr mir eure Antworten auch immer gerne über Insta oder Discord schicken. Jetzt geht es los mit dem eigentlichen Video. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Polybridge 2. Neulich hat der YouTuber Fun für Felix ein Video gemacht, wo er meine stärkste Brücke der Welt getoppt hat. Die ultra schwere Limo kommt an. Und damit sind wir jetzt schwerer als die Brücke von Felix Ausrufezeichen. Schwerer als die Brücke von Felix Ausrufezeichen. Das heißt, meine Brücke ist jetzt gar nicht mehr die stärkste der Welt. Und deswegen dachte ich mir, ist es Zeit, das Ganze nochmal zu toppen. Aber er hat eine Facecam. Mal kurz überlegen, dann brauchen wir auch eine Facecam. Ah, da ist sie ja. Moin. Dann, wir brauchen noch ein Mikrofon. Ah, da ist es ja. Dann, was brauchen wir noch? Dumme Kopfhörer. Nee, die sehen scheiße aus. Hier habe ich schon die Schlucht vorbereitet, wo wir das Ganze gleich aufbauen werden. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an, denn wir wollen ja heute noch fertig werden. Also am Anfang natürlich, wie immer, verstärkte Straßen. Und dann erstmal bis zum Ende. Zack, 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 zack. Geil, ne? Nee, die Scheiße muss ich mir nicht mehr antun. So, dann erstmal so eine kleine Muskelkonstruktion aus Stahl, die uns das Ganze ein bisschen verstärken soll. Also einmal so und einmal so. Das Ganze dann natürlich noch einmal so verbinden. Das Ganze dann natürlich kopieren und auf die anderen übertragen. Oder nicht? Genau, das Ganze müsste jetzt schon ziemlich stabil sein. Ja gut, oder auch nicht. Nee, es geht nur darum, dass diese ganzen Straßen nicht in der Mitte reißen, weil da irgendeine Spannung drauf ist. Darum geht's. Die eigentliche Konstruktion kommt natürlich erst jetzt. Und zwar, wie immer, einmal so ganz große Dreiecke. Was man auch sagen muss, der Herr Felix, also der andere Felix, hat sich das eben zunutze gemacht, dass größere Autos das Gewicht auch besser verteilen. Also so ein Auto hat natürlich die beiden Gewichtspunkte, die dann auf der Straße aufliegen, extrem nah beieinander. Und die Limousine, die er genommen hat, die verteilt das eben extrem weit. Das verteilt das Gewicht natürlich dann deutlich gleichmäßiger und besser auf der Brücke. Dann geht's weiter und zwar immer noch ganz standardmäßig mit diesen Querdingern. Einmal zack, 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 zack. Dann kommen darunter noch 5 weitere Schichten. Das hört sich jetzt erstmal erschreckend an, aber keine Sorge, ihr seht's entweder im Zeitraffer oder halt einfach gar nicht. Also, die eigentlichen Dreiecke sind fertig. Jetzt geht es weiter mit den Querverstrebungen. Beziehungsweise sind das gar keine Querverstrebungen, sondern einfach nur Verbindungen. Und zwar so. Und das Ganze nicht nur einmal, sondern gefühlt 1000 Mal. Achso, und nochmal kurz zur Erklärung. Der Herr Felix, also der andere Felix, hat eben statt Stahl Hydraulik genommen. Und ich habe mal ein paar Experimente gemacht, das macht gar nicht mal so viel Sinn. Ich habe es halt auf Zug getestet, dann auf Stauchen, dann auf andere Belastungen. Also es ist wirklich quasi gleich. Und selbst wenn da irgendwelche Mikrometer Unterschied sind, scheiß doch drauf. Also ich glaube, die Bauform und die eigentliche Bauweise ist 1000 Mal wichtiger als das Material. Also machen wir jetzt hier weiter.
Und zwar kommt jetzt hier zwischen eben nochmal eine kleine Schicht an Seilen. Fragt mich nicht warum, aber ich habe halt im Vorfeld extrem viel rumprobiert. Und es hat tatsächlich einen Unterschied gemacht. Und somit kommen die Seile jetzt hier hin. Punkt. Jetzt geht's weiter. Und zwar kommt erstaunlicherweise hier eine Feder hin. Fragt nicht wieso. Wie gesagt, ich habe das alles vorher getestet, ob die ganzen Prinzipien Sinn machen. Ich bin kein Brückenbauer oder Architekt. Ich bin auch kein Ingenieur. Denn einem Ingenieur wäre nichts zu schwör. Aber ich denke trotzdem, dass wir hier sehr gutes Potenzial haben, die Brücke von Felix, also dem anderen Felix, zu toppen. So, die ganzen Federn werden jetzt eben genau 20% gedehnt. Also ja, ich habe hier unten so einen kleinen Plan liegen. Dann kann ich nicht sagen, ich habe keinen Plan. Unten machen wir jetzt im Grunde genau das gleiche, nur eben, dass wir gar keinen Stahl benutzen, außer eben für die Dreiecke. Und sonst nehmen wir eben einfach nur Stahlseile, beziehungsweise Kabels. Denn wenn sich das Ganze eben nach unten biegt, werden dann entsprechend die Seile unten gespannt. Und somit kann es sich eben nicht nach unten biegen, so ist das Konzept. Man könnte natürlich auch einfach eine elastische Brücke bauen, das würde vielleicht auch einfacher gehen. Aber wir machen eine massive Stahlbrücke, wo eben auch bei 500 Tonnen schweren LKWs nichts durchkracht. Das untere Gestell hat übrigens auch mehrere Schichten, und zwar genauso viele wie hier oben. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, das kann dauern. So, dann kommt jetzt eine Technik, die ich bisher noch nie benutzt habe. Und zwar hier oben nochmal so eine Dreiecksparade drauf. Hier oben brauchen wir aber nur drei Schichten, also 1, dann kommt hier die zweite nach hier und die dritte eben nach hier. Allein für die Optik machen wir das Ganze wieder ein bisschen enger, damit das Ganze auch richtig schön kompakt ist und man am Ende noch durchgucken kann und das Ganze am Ende nicht so aussieht. Das sieht gar nicht schlecht aus. Ich weiß zwar nicht, wie viel das Ganze jetzt schon hält, aber ich denke einiges. Also wir nehmen jetzt erstmal das normale Auto, was das Gewicht halt ziemlich punktuell auf die Brücke bringt. Ist nicht so effizient, aber wir können ja trotzdem mal gucken, wie viel es hält. Wir gehen erstmal auf, sagen wir mal 50 Tonnen. So, let's go. Da kommt das Auto. Und... es hat sich um 1% verändert. Hey, das ist ja nichts. Leute, alle paar Sekunden vergisst jemand, meinen Kanal zu abonnieren und dem geilsten Discord-Server der Welt beizutreten. Um dem ein bisschen entgegenzuwirken, weißt du ja, was zu tun ist. Abonniere meinen Kanal, komm auf meinen Discord-Server und kommentiere unter diesem Video. Das würde mich sehr unterstützen. Danke. Also gehen wir direkt mal aufs Doppelte. Und zwar auf 100 Tonnen. Let's go. Da kommt das Auto. Es läuft erstaunlich flüssig, muss ich sagen. Ja, immer noch unter 30%. Alter, ist das krass. Okay, wir gehen direkt mal aufs Maximum. Ich denke mal, da ist kein Risiko dabei. Also 250. So. 250 Tonnen gegen die Brücke. Und das Ganze punktuell. Wenn das Ganze bei so einer Limousine wäre, wäre das noch mega einfacher. Dann wäre das noch viel einfacher. Boah, ist das geil. Das Ganze hält einfach jetzt schon. Okay, dann müssen wir übergehen zur Limousine. Das Auto weg. Limousine her. Wo ist sie? Hier. Stretch-Limo. Ja, die ist auch sehr lang gestretcht, ne? Geil. So, also einmal anwählen. Hier ist unsere Limo. Und ja, was haben wir denn da? Da ist auch schon unsere Konstruktion, die da oben drauf kommt. Gewicht ist erstmal 1 oder 0. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, 1 habe ich reingemacht, genau weil 0 nicht ging. Jetzt haben wir quasi hier eine Limousine. Die ist eben noch nicht auf 250. Also machen wir das Slot. So, 250 Tonnen und 1. Let's go. Mal gucken, was die Belastung sagt. Oh boah, das schaut ja blöd aus. Da muss eine Farbe hin. So, welche Farbe? Wir nehmen einfach mal rot. Wieder Abo-Button. Und falls ihr den noch nicht gedrückt haben solltet, dann wisst ihr ja jetzt ganz genau, was ihr zu tun habt. So, also, let's go. Da kommt unsere Limousine. Und... 40, 50, 60. Und das war's. Geil. Aber wie gesagt, die Brücke muss mehr als das Doppelte halten. Sonst ist das Ganze ja nicht so besonders. Also, dann machen wir weiter. Und zwar mit Seilen, beziehungsweise Kabeln. Und zwar kommt immer hier ein Seil nach da unten. Von ganz oben nach da. Von ganz oben nach da. Das Ganze stützt das Ganze nochmal gewaltig. Von unten machen wir genau das gleiche. Also einmal nach hier, 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 hier. Boah, das Ding müsste so unglaublich stabil sein. Und zwar bei dem Zusatzgewicht erhöhen wir einfach mal um, lass mich kurz überlegen, 50, dann haben wir jetzt einmal 250 Tonnen von der Karre und 50 Tonnen von dem komischen Gewicht. Das heißt,
300 Tonnen, let's go. Da kommt das Ding. Und es ist erst bei 70%. Wie stabil das doch ist. 250 plus 100 sind 350. Und ich würde sagen, da schafft die Brücke auch noch locker, oder? Mal kurz gucken. Aber da habe ich eigentlich keinen Zweifel dran. Es war kurz eine 80 zu sehen, okay. Gebe ich zu. Aber sonst war das kein Problem. Ihr merkt, Rodi, habt ihr ja was vergessen. Wir verbreitern noch ein bisschen die Konstruktion. Die Fahne kommt einfach ein bisschen mehr nach rechts. Hier noch ein Ankerpunkt. Dann hier noch ein Ankerpunkt. Nach hier, genau. Das Auto muss halt jetzt ein bisschen Platz machen, aber ich glaube, daran soll es nicht scheitern. Und jetzt können wir hier eine kleine Stütze bauen und daran noch Seile machen an die ganzen komischen Punkte. Und dann wird es heftig stabil. Also hier einmal kopieren und zack. Dann flippen und zack. Genau, jetzt können wir hier hochgehen, ohne die Brücke zu belasten. Und das ist ganz interessant, denn wenn ich das Ganze hier gemacht hätte, würde die eine Seite von dem Dreieck eben auf der Brücke lasten. Und das ist natürlich doof, denn ich will mir ja nicht die Brücke unnötig schwer machen. Also kommt jetzt da ein Dreieck hin, da hinten genauso. Und ich würde sagen, warum nicht einfach mehrere direkt? 2000 Jahre später. Haben wir jetzt wirklich unter 90%? Das wäre heftig. Warum ruckelt denn das so? 80? Ich habe keine 90 gesehen. Ich kann jetzt das Gewicht sowas von hochschrauben, bis wir wirklich die stabilste Brücke der ganzen Welt gebaut haben. Und zwar, wo man auch durchgucken kann. Denn dieses komische Kauderwelsch von dem anderen Felix, also meine Güte, so nichts, dann lache ich darüber. Also, einmal das Gewicht erhöhen, und zwar auf 180 Tonnen. Mal sehen. Da kommt das Ding, mein Gott, warum ruckelt das so? 100%, da geht's noch so ein bisschen, aber ist trotzdem kritisch. Da war eine 90, da war sogar eine sehr fette 90. Mal gucken, was hatte die zu bedeuten? War es kritisch? 96,4. Ja, also 300 plus 250 sind 550. So, let's go. Da kommt das Ding. Wenn schnell geht, macht nichts. Mein Gott, ist das ein Ruckelspiel hier. Hilfe. Ach, herrje. Alles kaputt gegangen. Das Ganze gucken wir jetzt einmal in Zeitlupe an. So, 50. Ey, jetzt sieht es auch richtig flüssig aus wieder in Zeitlupe. Aber das sieht schon hart unübersichtlich aus. Aber wie gesagt, es ist ein Konzept. Also, was haben wir hier? 40, 60, 70. Das ganze Gewicht ist auf der Brücke. Genau, jetzt bricht einer und der zieht alles mit. Dieser Ruck ist einfach zu heftig für das ganze Ding. Wir gucken mal, 270 wäre bestimmt gegangen, oder? Gucken, ein bisschen erhöhen das Ganze. Komm, mach hinne. So. Und... ja, kein Problem. Also 270 plus 250 sind es über 500 Tonnen. Und ich würde sagen, das ist ja mal richtig heftig. Wahnsinn. Einmal gucken wir noch, aber diesmal ohne diese Belastungsanzeige. Dann sieht es auch heftig professionell aus. Auch diese gelben Federn machen optisch irgendwie was her. Also gefällt mir gut. Aber die Seile machen es irgendwie unprofessionell. Sieht zumindest so aus. Obwohl das Ganze echt ein Konzept hat. Schade eigentlich. Klar, beinhaltet Schaden. Aber grundsätzlich ist doch die ganze Straße noch heil. Und nur so ein paar Eisendinger gerissen. Also mein Gott, egal. So, dann würde ich sagen, haben wir jetzt endgültig die stabilste Brücke in ganz Ponybridge gebaut. Falls es dir gefallen hat, zeig mir das gerne mit einem Daumen nach oben. Und falls du noch Bauideen hast, was ich hier mal irgendwie bauen soll, dann schreib die auch gerne in die Kommentare. Darüber würde ich mich sehr freuen. So, Freunde, das war's dann auch schon mit diesem Video. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Auf Insta kannst du mir auch sehr gerne folgen, wenn du mich mal sehen willst. Auf dem geilsten Discord-Server der Welt kannst du natürlich auch sehr gerne beitreten. Das würde mich sehr freuen. Dann danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Video und ciao!